Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer weiteren Rezension hier bei Hunter und Kron. Hallo. Und wir sind am Abarbeiten unserer Patreon-Wünsche. Wir müssen noch ein bisschen aufholen, aber Ex Libris ist jetzt schon mal eins, das wir abhaken können, weil das rezensieren wir heute. Ex Libris von Adam P. MacGyver? Adam MacGyver. Naja, das Ganze von Renegade Games, ab 10 Jahren 1 bis 4 Spieler, 45 Minuten. Und wir haben das Spiel ja von der GenCon damals mitgebracht, glaube ich, sogar. Ja. Und die frohe Botschaft ist jetzt tatsächlich, es kommt wirklich jetzt auf Deutsch. Nee. Also, nee, kommt nicht. Entschuldigung, nee, Entschuldigung, wollte nicht, dass die Anekdotenkorrektur sozusagen. Wir haben es auf der GenCon da schon gesehen, da war das, hat es ja so einen Run gehabt, war immer ausverkauft. Ach so, nee, auf da der, haben wir aber in, dann den Kontakt mit Renegade hergestellt und dann haben sie uns extra und haben sie wirklich gemacht, ein Exemplar quasi, weil wir drei Tage auf der GenCon am Stand waren. Habt ihr heute vielleicht eins? Ist noch eins da? Nee, leider schon wieder alle weg. Und dann haben sie uns eins da tatsächlich hingetragen. An so war es, genau. So, warum? Und jetzt, aber quasi jetzt ist angekündigt, dass Schwerkraft tatsächlich die deutsche macht. Sehr gut. Sodass sozusagen unsere Rezension durchaus passend zeitlich kommt. Und ich war, darf ich das anmerken, selten so gespannt auf eine deutsche Version. Ich bin da normal relativ schmerzfrei, ob man jetzt ein Ortsname, oder so, werden die schon wissen, was sie tun. Aber hier, diese ganzen Wortwitze, ihr werdet es ja gleich sehen, wenn ihr wisst, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Auf jeden Fall, Kron erklärt euch jetzt jedenfalls die Regeln von diesem Spiel, was thematisch, ich sag's nochmal, einfach der Knaller ist. Wir sind nämlich Bibliothekare und müssen eine Fantasy-magische Bibliothek aufbauen. Zusätzlich noch sind wir nicht irgendwelche Bibliothekare, sondern abgefahrene Fantasy-Charaktere vom Gelatine-Cube über die Hexe ist alles dabei. Hast du gesagt eigentlich schon? Ja, habe ich schon gesagt, alles. Und du kannst loslegen. Da war schon Gedanken in meiner Bibliothek. Ja, und dann gibt es natürlich danach ein Fazit. In Ex Libris schlüpfen wir in die Rolle eines Sammlers, der alte und seltene Bücher sammelt und in einer Fantasy-Stadt lebt, in der es allerlei verschiedene Wesen gibt, die zum Teil leider dem gleichen Beruf nachgehen. Damit sind meine Mitspieler gemeint. Und jetzt hat auch noch der Bürgermeister dieser Fantasy-Stadt bekannt gegeben, dass der erfolgreichste Büchersammler sozusagen der neue große Büchereimeister dieser Stadt wird. Und deswegen gilt es jetzt in diesem Spiel darum, so geschickt wie möglich tolle, wertvolle und seltene Bücher anzuhäufen und die tatsächlich auch in einem großen Bücherregal anzuordnen. Und wer sich da am besten anstellt, weil dieses Bücherregal wird auch das Spielende einleiten. Also sobald ein Spieler ein Bücherregal in einer bestimmten Größe gebaut hat, es bedeutet eine bestimmte Anzahl Karten, die abhängig ist von der Spieleranzahl, in dieses Regal hineingebaut hat, dann wird die letzte Runde ausgelöst. Dann können alle nochmal einmal versuchen, da irgendwie nachzuziehen und halt ihr Regal auch noch zu vervollständigen, was sie da immer im Sinne hatten, weil dann ist das Spiel vorbei und dann kommt der große Buchprüferinspektor vom Bürgermeister geschickt und das ist wirklich ein strenger, strenger Typ, der dann das Regal total streng kontrolliert, ob da alles nämlich in alphabetischer Reihenfolge gebaut wurde. Falls nicht, werden da falsch gebaute Karten umgedreht. Und dann geht es eben auch noch darum, in jeder Kategorie werden zufällig von diesen, vielleicht soll ich das mal sagen, die Bücher existieren insgesamt in 6 verschiedenen Kategorien. Und bei Spielbeginn wird dann immer noch eine Kategorie gezogen, die quasi gerade besonders beliebt ist. Das sind die Bücher, die stehen ganz hoch im Kurs. Und eine Kategorie, das sind die verbannten Bücher. Mit denen möchte man, wenn möglichst, gar nichts in seinem Regal zu tun haben, weil da wird es am Ende Minuspunkte geben. Und dann hat jeder Spieler noch eine Kategorie verdeckt zugeteilt bekommen, für die nur er am Ende, die für ihn speziell quasi wertvoll ist und die man im Idealfall im Spiel vor den anderen Mitspielern geheim hält. Und das Ganze wird dann einfach, ist im Prinzip auch so ein Worker-Placement-Spiel. Wir haben drei verschiedene Worker. Man kann so ein Einstiegsspiel mit 4 verschiedenen Workern machen und setzen diese Worker auf Locations ein, wobei eben viele dieser Locations, diese Orte, an denen wir dann unsere Arbeiter einsetzen, letztlich dazu dienen, in irgendeiner Art und Weise neue Buchkarten zu bekommen oder Buchkarten von unserer Hand zu tauschen oder eben Buchkarten ins Regal einzubauen und so weiter, weil das ist wirklich halt der Hauptmotor des Spiels, an neue Buchkarten ranzukommen und die möglichst in alphabetisch korrekter Reihenfolge in seinem Regal, das in stabiler Bauweise gefertigt sein sollte, eben einzubauen. Und das Besondere ist noch, dass diese Locations, die wechseln. Also es wird
es werden immer so viele neue Locations gezogen, wie Spieler teilnehmen. Und nur eine davon bleibt dann in jeder Runde fix. Und jede Runde kommen so neue Locations, mit denen man sich auseinandersetzen muss, weil jeder dieser Orte halt ein bisschen anders funktioniert. Und das Ganze geht, wie gesagt, ich hatte es ja schon erwähnt, so lange, bis ein Spieler geschafft hat, sein Bücherregal in einer bestimmten Größe auszubauen. Und dann wird das Spielende eingeleitet. Als erstes schauen wir uns jetzt mal so eine Buchkarte, weil von denen gibt es wirklich jede Menge in diesem Spiel im Detail an. Und da sieht man, die sind alle recht ähnlich aufgebaut. Tatsächlich ist bemerkenswert, dass man eigentlich, um das Spiel zu spielen, reicht diese obere Zeile in der Karte. Also alles, was man wissen muss, ist hier oben in der oberen Zeile der Karte angegeben. Und diese ganze untere Teil ist einfach für die Bücher da, die natürlich Buchtitel entsprechend dem Buchstaben und der Alphabetposition haben, die auch die Karte angibt. Und da sind dann lauter lustige, zum Teil wirklich sehr lustige Wortspiele mit irgendwelchen Titeln, die natürlich auch jeweils wieder zu der Kategorie passen, zu der Buchkategorie, zu der sie gehören. Also das ist... war wirklich eine Menge, glaube ich, spaßige Arbeit, sich das ganze Zeug hier auszudenken. Und da bin ich persönlich auch wirklich gespannt, wie das in der deutschen Version dann gelöst wird. Da muss der Übersetzer natürlich wirklich nochmal ganz eigene kreative Arbeit leisten. So, aber jetzt mal hier konkret. Ihr seht hier links oben steht zum Beispiel, es ist eine Karte aus dem Buchstabenbereich I, aber damit nicht genug. Innerhalb von I ist es die siebte von insgesamt 8 Karten. Also wenn ich alle I-Karten hätte, wären das 8 I-Karten und dann würde ich diese I-Karte an siebter Stelle einbauen, weil es quasi eine I-Karte gibt, die noch rechts daneben im Alphabet kommen würde und dann die anderen eben I18, I28, I38 und so weiter, die würden links von dieser Karte streng genommen alphabetischer Ordnung gehören. Und hier haben wir eine L-Karte, 6 von 6, also die am weitesten rechts liegende L-Karte oder halt im Alphabet befindliche L-Karte, die es gibt. Und hier sieht man, dass eben auch auf den Karten unterschiedlich viele Bücher drauf sein können. Hier haben wir zum Beispiel eine, wer aufgepasst hat. Hier sind zwar 4 Bücher, ganz nett, aber auch eins von diesen, die in dieser Partie gar nicht gern gesehen werden, diese verbannten Bücher, muss man sich überlegen, ob da dann die Vorteile der Karte gegenüber dem Nachteil, dass halt ein verbanntes Buch sich mit unter den Büchern befindet, überwiegt. Und hier haben wir einfach 2 Bücher, aber dafür eben auch kein verbanntes Buch. Ja, und so nach dem Prinzip sind wirklich alle Karten aufgebaut. Die haben halt hier irgendeine Buchstabenanordnung, lustige Bücher und Symbole in einer der 6 Kategorien. Und was ich jetzt mit diesen Karten mache, ist ein Bücherregal zu bauen. Mit diesen zahlreichen Bücherkarten baut man jetzt eben, wie gesagt, ein Bücherregal. Es wird also viele Aktionen geben, mit denen man diese Karten dann eben auch schelfen kann, also benutzen kann, um sein Bücherregal weiterzubauen. Ich habe jetzt hier mal 2 ausgesucht, die tatsächlich perfekt nebeneinander passen. Das hier ist die Karte C49 und das hier ist die Karte C59. Da weiß ich natürlich ganz genau, es gibt keine Karte, die da dazwischen passt. Schöner kann man es gar nicht alphabetisch sortieren. Man muss aufpassen, dass ihr es auch seht. Aber das wird natürlich leider der seltenste Fall sein. Einfaches Beispiel. Ich habe jetzt hier noch eine Karte A77. Es ist zwar die letzte der A-Karten, aber wenn ich die hier anbauen würde, ist ganz klar, habe ich erstmal keine Möglichkeit, eine B-Karte alphabetisch richtig in mein Bücherregal einzubauen, würde dann entweder für die restliche Partie darauf verzichten, B-Karten in mein Regal einzubauen, oder ich muss irgendeine Möglichkeit finden, dieses Regal halt nochmal umzubauen. Es gibt durchaus manche Fähigkeiten, die das erlauben, aber es ist jetzt auch nicht besonders häufig. Also man muss sich schon überlegen und im Gedanken, im Geiste quasi sein Regal schon vorplanen, bevor man da Karten legt. Vielleicht habt ihr jetzt das Gefühl, wir würden hier eine lange Kartenreihe bauen. So ist es nicht. Wir bauen tatsächlich ein Bücherregal und das darf bis zu 3 Reihen hoch sein, maximaler Höhe. Und da muss man dann natürlich schon genau gucken und überlegen, was für ein Buch stellt man hier unten hin. Weil wie gesagt, es darf natürlich nur alphabetisch richtig gebaut werden. Wobei, das stimmt nicht. Ihr könnt durchaus auch alphabetisch falsch bauen oder so, aber am Ende, wenn dann halt der Prüfer kommt, dann muss man nochmal gucken, der würde dann quasi halt einfach von links oben im Regal nach rechts durchgehen, gucken, ob alles wirklich streng alphabetisch richtig sortiert ist und wenn da irgendwas jetzt nicht richtig sortiert wäre, ich baue jetzt einfach mal grundlos diese I-Karte zwischen die beiden C-Karten, wo sie absolut nicht hingehört, dann kommt der Prüfer, guckt, ah, hier stimmt was nicht und dann würde er die nicht richtig sortierte Karte einfach umdrehen, sozusagen die Bücher aus dem Regal rausräumen, damit es wieder alphabetisch stimmt. Aber ich bekomme dann natürlich auch keine Punkte für diese
Symbole, weil erst nach der Prüfung, ganz am Ende des Spiels, da findet dann die umfangreiche Wertung statt. Und da möchte ich natürlich so viele meiner Bücherkarten wie möglich auch werten. Also würde ich natürlich es vermeiden wollen, so ein seltsam sortiertes Bücherregal zu bauen, sondern da halt ordentlich im Kopf zu planen. Aber hier hatte ich jetzt halt schon ein I hingelegt, ob das so besonders klug ist, Skills zu überlegen. Das kann ich zum Beispiel hier weitermachen mit einer I78. Also hier haben wir I48, hier haben wir I78. Allerdings ist auch so ein nicht gern gesehenes Buch mit dabei, aber das ist mir jetzt egal, weil die Karte da so schön hinpasst. Und jede neue Karte, die man legt, also die erste kann man einfach irgendwo hinlegen, jede weitere, die muss orthogonal an eine bereits gelegte Karte angrenzen. Ja, also es kann durchaus hier sowas überhängen, was eigentlich runterfallen würde, wenn man sich das Regal jetzt wirklich vorstellt. Also man kann durchaus sowas bauen oder ich könnte auch hier noch eine hinlegen und so weiter. Es darf insgesamt eben nicht mehr als 3 Reihen hoch sein. Nach links, rechts kann ich dann machen, was ich möchte. Und ganz am Ende vom Spiel wird man auch noch belohnt, wenn man ein stabiles Regal gebaut hat. Und da wird dann geguckt, wo ist quasi die größte Fläche, die mindestens aus so einem 2x2er Quadrat besteht. Also wenn ich jetzt dieses Quadrat hier noch größer ziehen könnte, jetzt zeige ich mal ein Beispiel. So, jetzt wäre natürlich eh perfekt gebaut. Natürlich das ganze Regal würde als stabiles Regal zählen. Ja, ihr versteht, wenn da jetzt noch so ein Anhang dran wäre und hier vielleicht noch irgendwas, das stimmt jetzt von den Buchstaben her nicht, sondern einfach nur mal von der Bauweise betrachtet, dann würde die Karte und die Karte quasi nicht beim stabilen Regalbonus mit dazugehören, aber dieses Ganze. Vielleicht an der Stelle jetzt auch nochmal erwähnt, was man eigentlich in seinem Regal haben möchte. Ich habe jetzt schon kurz erwähnt, dass es toll ist, das stabil zu bauen, weil es dafür dann nochmal Bonuspunkte geben würde für diesen stabilen Bereich. Und ich möchte am Ende eigentlich möglichst von allen Büchern möglichst viele haben. Außer von der Kategorie, die bei den verbannten Büchern liegt. Das ist die einzige von den 6, die bei dieser Wertung eben nicht berücksichtigt wird. Aber alle anderen 5, die nicht verbannt sind, werden jetzt einzeln gezählt. Und dann bekommt man ganz einfach 3 Punkte pro Buch in seiner niedrigsten Kategorie. Durch den Wertungsmechanismus ist ganz einfach gewährleistet, dass jeder auch ein großes Interesse daran hat, wirklich von allen Kategorien Bücher zu sammeln, weil wenn man dann wirklich von einer Kategorie am Ende nur ein Buch hat, dann wären das einfach schlappe 3 Siegpunkte. Also eine mögliche Vielfalt von Büchern möchte man in seiner Bibliothek haben. Außerdem hatte ich ja eingangs schon erwähnt, dass jeder noch eine geheime Kategorie am Anfang vom Spiel gezogen hat. Also für die Bücher aus der Kategorie, hier historische Sachen, würde ich jetzt bei Spielende nochmal 2 extra Siegpunkte kriegen. Ich kann auch gleich mal den Mechanismus mit den verbannten Büchern erklären. Am Ende vom Spiel muss man sich einfach einen Siegpunkt für jedes verbannte Buch abziehen, das man in seinem Regal hat. Also nicht ganz so schlimm. Es gibt durchaus Situationen, in denen es sich dann lohnt, eine Karte mit verbannten Büchern einzubauen, weil man dadurch mehr Pluspunkte als Minuspunkte macht, weil sie halt irgendwie perfekt ins Regal passt und so weiter. Man darf sich da auch nicht zu sehr von den verbannten Büchern abschrecken lassen. Und bei den prominenten Büchern, also diese Karte, die wir am Anfang vom Spiel gezogen hatten, ich kann Ihnen noch mal zeigen, das hier waren bei uns die verbannten Bücher, die wir im Beispiel gezogen hatten. Und das hier die total beliebten Bücher. Und das ist dann im Prinzip einfach ein kleines Mehrheitenspiel. Wer am Ende am meisten von dieser Kategorie hat, der bekommt 15 Punkte. Wer am zweitmeisten hat 9 und der dritte Platz bekommt nochmal 4 Punkte. Da werden dann natürlich einfach gezählt, wie viele Bücher aus der Kategorie hat jeder Spieler in seinem Regal. Und damit habt ihr jetzt schon mal verstanden, worum es hier eigentlich geht, was ich eigentlich erreichen möchte. Ein möglichst großes Regal, korrekt alphabetisch sortiert, mit möglichst vielen Büchern aus möglichst allen Kategorien außer der verbannten Kategorie. Und das Spielende wird eben eingeleitet, wenn dieses Regal eine bestimmte Größe erreicht hat. Bei 2 Spielern müssen 16 Karten verbaut werden, bei 3 Spielern 14 Karten und bei 4 Spielern nur noch 12 Karten. Dann wird, wie gesagt, das Spiel nicht sofort vorbei. Dann gibt es eine letzte Runde, die noch zu Ende gespielt wird und dann kommt die Schlusswertung. Und jetzt zeige ich euch, wie der eigentliche Mechanismus im Spiel ist, um an diese Buchkarten ranzukommen, das über Orte funktioniert. Um jetzt an diese ganzen Buchkarten ranzukommen, gibt es eben Orte, die wir mit unseren Assistenten und auch mit unserer eigenen Figur hier besuchen können. Am Anfang werden da einfach so viele gezogen, wie Spieler teilnehmen. Also ich habe jetzt hier einfach mal für ein 3-Spieler-Spiel habe ich 3 Orte gezogen. Allerdings ist der Ort mit der Nummer 1, der gehört zum Spielaufbau. Dieses Diviner's Hut,
die liegt quasi in Runde 1 immer mit dabei. Und die beiden anderen hier, die sind Ye Old Bookswap und Local Drafthouse. Das sind die zwei Orte, die ich jetzt zufällig gezogen habe. Außerdem hat jeder Spieler noch seine eigene Bibliothek, wo man auch, wo alle die gleiche Aktion haben. Da kann man also auch hingehen und immer eine Karte ziehen oder eine Karte in sein Regal einbauen. Also mit hingehen meine ich, wenn ich jetzt rankomme, kann ich einen meiner Arbeiter hier einsetzen. Dann sieht man, die Aktion hier hat ein Blitzsymbol, das heißt, sie wird sofort ausgeführt. Und hier habe ich schon gesagt, ich darf jetzt entweder eine Karte einfach vom großen Nachziehstapel nachziehen. Ich weiß halt nicht, was da kommt, reines Glücksspiel. Oder ich darf eine meiner Karten in mein Regal einbauen. Außerdem hat jeder Spieler noch quasi einen eigenen Assistenten. Der hier ist einfach nur so ein großer Gelatinewürfel. Hier drüben habe ich mich für so einen Geist entschieden. Ja, da gibt es wirklich einen Haufen coole Figuren, die alle auch eigene Miepel haben. Und die haben alle noch eine Spezialfähigkeit. Die kann ich dann nachher nochmal schildern. Wem das zu viel ist in der ersten Partie, kann übrigens auch mit den Rückseiten spielen. Da sind die Spezialfähigkeiten einfach nicht vorhanden. Da gibt es bei jedem dann einfach nur eine harmlose Bibliothek mit dieser gerade schon genannten Aktion. Eine Karte ziehen oder eine Karte ins Regal einbauen. Aber sobald man dann mal eine Partie absolviert hat oder generell erfahrenerer Spieler ist, kann man natürlich auch sofort mit diesen Spezialfähigkeiten spielen. Die stelle ich nachher noch ein paar im Einzelnen vor. Jetzt aber erstmal hier diese drei Orte, die wir haben. Der Ort, der quasi immer ausliegt, ist der Ort, wo man Startspieler wird. Man wird da Startspieler und zieht dann auch immer Karten nach. Das hängt aber davon ab, wie viele Assistenten man schon eingesetzt hat. Das ist eigentlich ganz clever gemacht, weil wenn ich jetzt als allererstes mich da drauf hinstürze, dann habe ich erst einen Assistenten im Spiel. Ich werde jetzt zwar Startspieler, das wird hier mit so einem kleinen weißen Boppel angezeigt. Und ich dürfte jetzt so viele Karten ziehen, wie ich schon Assistenten hier eingesetzt habe. Also als allererstes das zu machen, ist blöd. Hätte ich davor jetzt schon andere Assistenten eingesetzt, wäre das durchaus lukrativer. Aber vielleicht hat mir natürlich bis dahin auch jemand die Aktion weggeschnappt. Weil, das könnt ihr euch bestimmt schon denken, es sind natürlich an jedem Ort nur so viele Besuchsmöglichkeiten vorhanden, wie es da Felder gibt. Wenn also einer hier zum Diviner's Hut gegangen ist, wo es nur ein Feld gibt, dann kann da kein anderer Spieler mehr hingehen. Bei manchen Orten sieht man dann auch, dass halt die Felderanzahl von der Spielerzahl abhängig ist. Hier ganz rechts beim Local Drafthouse zum Beispiel ist das dritte Feld nur bei 3 oder mehr Spielern und das letzte Feld nur bei 4 oder mehr Spielern verfügbar. Was machen jetzt die ganzen Orte? Bei dem hier zum Beispiel, das sieht man, da ist rechts hier noch ein Feld für Karten. Da steht Deal 3, also da soll man 3 austeilen. Das hat jetzt eigentlich eben mit zum Spiel, also zum Aufbau dieses Ortes gehört. Ich wollte es euch nur zeigen, was da passiert. Da werden dann sozusagen 3 Karten hier hingelegt. Und der Ort selber besagt jetzt eben, das ist so ein alter Buchtauschladen, kann man sich vorstellen. Da geht man hin. Dann gibt man eine seiner Karten von der Hand ab, die kommt dann aber halt hier dazu. Ich würde dann einfach sagen, ja, ich möchte die hier gegen die tauschen. So, wunderbar. Und die Karte kann ich jetzt entweder gleich in mein Regal einbauen oder auf die Hand nehmen. Hier sieht man ein Blitzsymbol, deswegen wird die Aktion einfach sofort ausgeführt in dem Moment, wo ich meinen Arbeiter da einsetze. Anders beim Local Drafthouse, da sieht man, ist hier oben so ein Uhrensymbol. Das bedeutet, die Aktion wird erst später ausgeführt. Ich setze da einen drauf und für jeden, der da steht, wird dann nachher 2 Karten gezogen. Also wenn ich da alleine bin, wäre es nicht ganz so aufregend, aber tun wir mal so, als wäre da noch ein anderer hingegangen. Für jeden, der da steht, werden 2 Karten gezogen. So, jetzt fange ich an, mir eine auszusuchen. Dann darf er sich eine aussuchen. Dann bin ich wieder dran, darf mir eine aussuchen. Und dann darf er sich wieder eine aussuchen. Und mit verzögert später ausführen meine ich, es werden halt alle Arbeiter eingesetzt und sobald keiner mehr Arbeiter hat, ist die Runde vorbei und dann werden alle Aktionen, die kein Blitzsymbol hatten, also alle Uhrenaktionen ausgeführt und zwar in Reihenfolge ihrer Location-Nummer. Es kann ja sein, dass es mehrere Orte gibt, an denen so eine Aktion mit so einer Uhr drauf ist, die also alle am Ende der Runde ausgeführt werden. Dann werden die quasi einfach in Reihenfolge ihrer Zahlen abgearbeitet. Seht ihr jetzt vielleicht nicht, aber die Diviner's Hut hat hier oben eine 1, Ye Old Bookswap hat eine 2 und Local Drafthouse hat eine 12. So, jetzt ist die erste Runde gespielt und es bleiben jetzt nicht alle 3 Orte hier offen liegen, sondern immer der Ort mit der kleinsten Zahl. Es ist also so gemacht, dass natürlich am Ende der ersten Runde wird immer die Diviner's Hut jetzt als dauerhafter Ort übrig bleiben. Ich schiebe den jetzt mal aus dem Bild. Die beiden Orte hier kommen weg.
und es werden drei neue Orte gezogen. Da guckt man, ob irgendwo welche Karten ausgeteilt werden müssen. Aha, hier steht Deal 4 Face Down, also da kommen vier Karten hin, aber verdeckt. Hier ist zwar auch ein Feld, da ist aber nichts mit Deal oder sowas draufgeschrieben, deswegen kommen jetzt hier beim Aufbau der Location auch noch keine Karten hin. Und nicht vergessen, auch wenn ihr ihn gerade nicht seht, ich versuche ihn mal hier oben vielleicht irgendwie mit reinzuschieben. So. Den Diviners hat, den gibt es jetzt in der nächsten Runde natürlich auch. Das heißt, jede Runde kommt eine neue Location dazu. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die drei Locations mit den Nummern 13, 16 und 17 gezogen. Und das bedeutet, nachdem die Runde gespielt ist, bei denen es diese vier Locations gibt, wird dieser Mystery Shack, der Ort mit der Nummer 13, der wird für immer da bleiben, weil er jetzt zwischen den drei Orten die kleinste Zahl hat. Die beiden kommen wieder raus und es werden wieder drei neue gezogen. Und nach dem Prinzip geht es dann einfach weiter und weiter. Jetzt hätten wir die Orte 7, 8 und 11. Die Runde wird wieder gespielt, jetzt schon mit fünf Orten, die zur Verfügung stehen. Ort 7 wird danach dauerhaft zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Falls jemals der Stapel mit den Orten durchgespielt sein sollte, dann würde der Ablagestapel gemischt werden und es geht halt wieder von vorne los. Aber es sind wirklich einige Orte in dem Spiel vorhanden. Das ist vielleicht dann halt auch eine kleine Einstiegshürde, die das Ganze schon hat, weil man sich natürlich, wenn man das Spiel noch nicht kennt, sozusagen jede Runde mit drei oder sogar vier neuen Orten, je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt, auseinandersetzen muss, die halt neu ins Spiel kommen, die alle irgendwie eigene kleine Regeln haben, die natürlich alle irgendwie darauf abzielen, entweder Karten zu tauschen, an Karten zu kommen, Karten zu ersteigern und so weiter und so fort. Und ja, da muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen, weil da gibt es einfach keine fixe Reihenfolge, außer dass Ort Nummer 1 immer dabei ist, kann da halt sonst alles passieren. Und wie ich ja schon erwähnt hatte, haben dann die Leute auch noch Spezialfähigkeiten. Jeder hat ja drei normale Arbeiter und einen speziellen Arbeiter. Und dieser spezielle, das ist dann sozusagen halt, ja, das ist man selbst, könnte man sagen. Und der hat halt eine Spezialfähigkeit, wenn man ihn benutzt. Zum Beispiel dieser Gelatine-Cube hier. Wenn ein Gegner die gleiche Location wie der Cube besucht, dann muss der mir entweder eine zufällige Karte geben oder er muss mir erlauben, dass ich beide meine Home-Actions hier machen darf. Also ich kann ja entweder eine Karte ziehen oder eine Karte in mein Regal einbauen, aber dann dürfte ich halt beides. Also sobald jemand da hinkommt, wo der Cube liegt, dann kriege ich nochmal einen extra Vorteil. Dann gibt es so nette Sachen wie hier, diese Hexe zum Beispiel. Wenn die ein Buch bekommt, das zu der Kategorie verbannten Bücher gehört, dann darf sie einfach vom Stapel eine Karte aufdecken und gucken, ob sie die lieber haben möchte, statt die, die sie gerade bekommen hat. Also sie kann so ein bisschen zocken und sagen, ach, ich nehme einfach die Karten, die die anderen nicht wollen, weil ich kann sie vielleicht gegen eine bessere Karte austauschen. Cool gefallen hat mir auch der Schneemann. Und wirklich cool, dass jeder Spezialist seinen eigenen Meeple in diesem Spiel hat. Beim Schneemann ist es so, dass einfach Mitspieler die Location, an dem der Schneemann ist, gar nicht besuchen können. Also wenn mir irgendwas nicht passt, sage ich, nee, das möchte ich machen, aber sonst keiner. Dann gehst du da mit dem Schneemann hin und alle anderen können da nicht hin, weil es zu kalt ist für sie. Einen vielleicht noch zeigen, der Geist hier, wo haben wir ihn? Hier, auch ein cooler Meeple. The Haunted House of Learning. Da ist es so, der Geist, der darf diesen Ort nicht besuchen, wo man Startspieler wird, aber er kann halt auf dem gleichen Feld sein wie andere Leute. Ist ja klar, er ist ein Geist. Und wenn er das macht, dann darf er sofort eine Karte ziehen. Aber ähnlich wie bei den Locations gibt es halt wirklich, ich werfe jetzt hier mal die Meeple rein, weil es fast noch spannender ist, als die Karten zu sehen, gibt es wirklich jede Menge von diesen Spezialisten. Und hier seht ihr auch, ja, auch jeder von denen hat dann quasi seine eigene Bücherei mit einem eigenen Spezialeffekt. Das ist tatsächlich sehr cool, dass es hier wirklich jede Menge verschiedene Auswahl gibt. Und jeder hat eine eigene Spezialfähigkeit. Dann gibt es hier noch ein großes Brett, ein relativ großes Brett, das da rumliegt und da eigentlich gar nicht viel passiert, aber es sieht sehr hübsch aus und gibt dem Ganzen halt nochmal so ein bisschen Struktur. Das hat man gerne als Bibliothekar, da kann man das angucken. Das Ganze hat eine Ordnung und hier kann man sie nachlesen. Hier steht nämlich nochmal alles, was man über die alphabetische Reihenfolge wissen muss. Hier steht alles, was man über die Stabilität des Regals und wie man da dann Punkte kriegt, wissen muss. Hier steht alles, was man wissen muss über die prominenten Arbeiten und wie die dann am Ende mit Siegpunkten belohnt werden. Hier
Bücher, wie das mit den verbannten Büchern funktioniert und eben vor allem auch, das ist natürlich nicht aufgedruckt, sondern random, welche Kategorie gerade prominent und welche verbannt ist. Und dann hier hinten noch, dass man das auch nicht vergisst, dass man möglichst von allen was hat. Also hier steht, dass man dann eben 3 Punkte für die Bücherart kriegt, wo man am wenigsten hat, halt diese Categorical Variety. Und dann noch den Library Focus, das ist quasi die eigene verdeckte Karte, die man bei sich liegen hat. Für diese Sorte Bücher kriegt man 2 Punkte. Also eigentlich, und das ist tatsächlich schon cool, stehen die kompletten Spielregeln hier nochmal auf dem Tisch. Ja, dann wäre natürlich eine Ex Libris Review nicht ab... Dann wäre eine Ex Libris Rezension nicht abgeschlossen ohne das Official Library Inspection Form B7C. Weil damit wird dann am Ende der Inspektor die Prüfung der Regale vornehmen. Das sieht jetzt kompliziert aus, aber da schreibt man einfach die Spiele rein. Das ist im Prinzip einfach der Wertungsblock, hier aber als große abwischbare Tafel gemacht. Das ist irgendwie auch nochmal, weiß auch nicht, auch nochmal ein Ticken stilvoller. Und dann schreibt man jetzt halt bei jedem hier alphabetische Ordnung, alles klar, wie viele von welcher Kategorie. Aha, und dann werden halt auch hier einfach der Bonus für die Stabilität, der Bonus für die prominenten Bücher, die Minuspunkte für die verbannten Bücher und so weiter halt, die Kategorievielfalt und ja, dann die eigenen Bonuspunkte für die Kategorie, die man hier geheim liegen hatte. Das gibt eine Gesamtpunktzahl und wer der am meisten Punkte hat, der wird der neue Grand große Büchermeister der Fantasy-Stadt, der Bibliothekar. Also wie ich schon gesagt habe, thematisch finde ich das Spiel der Knaller und was einfach noch mehr der Knaller ist, sind einfach die Karten. Du hattest es ja schon erwähnt, aber ich kann jetzt nicht umhin, so ein paar Sachen nochmal vorzulesen, was einfach so unfassbar witzig ist. Zum Beispiel hier gelbes, 3 gelbe Bücher, das eine heißt History Repeats Itself und das nächste Buch, was dicker ist, heißt History Repeats Itself Again. Und also, oder hier, das ist Tierwelt, ist also, oder Ungeheuer ist halt rotes Buch hier, Gigantic Giants. Ja. oder grün sind halt so, keine Ahnung, so Belletristik. Fantastical Fictions. Ja, Worst Stories Ever Written. Volume 2. Volume 2. Ja, es sind ja, genau, das haben wir gar nicht gesagt. Es gibt halt die Kategorien Corrupted Codes, also so böse Codes. Ja, da kann ich nochmal was vorlesen hier. Ja. Knaves with Knives. Dann gibt es Fantastical Fiction, Historic Volumes, Monster Manuals, Reference Texts, also Referenztexte, so eher ein bisschen nüchternes Zeug. Und Spells and Potions, also so magische Bücher. Ja, zum Beispiel hier Spells and Potions, Bad Omens and Omelets. Aber richtig gut, das ist nochmal so ein Corrupted Codes, das finde ich. Deadly Traps, disguised as books. Also das ist, muss man einfach sagen. Ja, wirklich, also man entgeht was, wenn man wirklich nur den oberen Teil der Karte spielt. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, um mal, also das hat wirklich viel begeistert, aber natürlich die volle eintauchende Bibliothek kann man wirklich, man muss ein bisschen Englisch können. Muss das liegt Englisch daran, können, dass eigentlich gut man Englisch versteht auch nicht Wortwitze zu verstehen. Jede Anspielung verstehen wir auch nicht. Ja. Die Locations also, haben teilweise wirklich größere Texte. Ja, also auch ich verstehe nicht alle Wortwitze. Ich bin, aber deswegen, je mehr Englisch man kann, desto mehr hat man hier davon, weil von den Regeln her ist das Ganze halt wirklich ein Familienspiel plus. Also das kann man eigentlich schon, Sie sagen ja, das selber, mit Einschränkungen, da komme ich auch gleich drauf. Mit Einschränkungen, würde ich sagen. Kann man das eigentlich schon spielen. Ja. Okay, Einschränkung, Moment. Ja, was ich doch zu den Büchern sagen wollte, ich finde, es ist eine der coolsten Mechanik kann man eigentlich nicht sagen, aber um die Downtime zu überbrücken. Weil immer, wenn ich nicht dran bin und drache, dann lese ich einfach diese Karten und lache mir halt ein. Also ja, ich meine, gut, irgendwann hast du alles gelesen, aber es sind so es viele sind Karten. 152 einfach, Karten, glaube ich. Das ist einfach 152 eine Menge Downtime-Lektüre, die einfach Spaß bringt. Und ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, also ich... Toi, toi, toi an den deutschen Übersetzer. Ich hoffe, er ist ein kongenialer Mann, weil das ist ja auch, wie gesagt, eben alles die richtige Buchstabe und ganz oft auch noch Alliteration, ne? Also Omens in Omelets und sowas, ja. Also das ist innerhalb, also das ist wirklich... Das ist der Hammer. Nicht nur O's, sondern du musst ja dann auch noch innerhalb, also das ist ja wirklich, wenn du all diese Karten, diese 152 Karten in ein Bücherregal sortierst, dann ist es ein perfekt sortiertes Bücherregal und alle Wortwitze sind natürlich auch perfekt sortiert. Das heißt, du kannst gar nicht einfach diese Karten 1:1 zu übersetzen. Das wäre schon die Schwierigkeit, die Wortwitze zu treffen, aber dann stimmt es ja mit den Buchstaben nicht mehr. Das heißt, du musst wirklich...
Du musst ein komplett neues System überlegen. Du kannst überlegen, ob du den Wortwitz übersetzt an eine andere Buchstabenstelle packst. Sowas kannst du erstmal anfangen. Aber das ist, da kriegt man Schweiß als Übersetzer, aber es ist auch geil. Ich glaube, ist eine coole Herausforderung. Weil du halt auch kreativ bist dann als Übersetzer. Ja, und noch viele andere Dinge, die jetzt zu sagen gibt. Zum Spiel selber wollte ich jetzt noch kurz sagen, also erstmal natürlich abgesehen von diesen ganzen Sachen, die Varianz ist natürlich toll, ja, also das mit diesen ganzen Charakteren. Ich meine, es macht einfach Bock, allein nur wegen den Miepeln, diese verschiedenen Charaktere ausprobieren. Wobei man sagen muss, die Spezialfähigkeiten sind überschaubar krass jetzt von ihrer Asymmetrie, weil du hast ja immer auch noch normale Gnome, ja. Du hast ja nur, wenn dein Haupttyp was macht und der dann meistens auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das wäre ganz gut, weil ja, das ist ein guter Punkt, das wäre too much. Eine Sache, die ich, muss ich sagen, schon fast ein bisschen too much fand, gerade beim Einstieg, deswegen Familienspiel Plus, ja, also ich würde schon sagen, es ist ein Kennerspiel, einfach nur wegen dem Einstieg, weil so cool ich diese Mechanik finde, dass hier ständig die Aktionsmöglichkeiten wechseln, gerade zu den ersten beiden Partien oder je nachdem, wie schnell man halt reinkommt, das ist schon ganz schön anstrengend, weil du hast gerade mal, du kriegst dann diese neuen Aktionen, da musst du erstmal lesen, okay, ist auch auf Englisch, ne? Du musst halt sozusagen erstmal es lesen, was macht es überhaupt, du verstehst die Mechanik ja am Anfang noch nicht so, hast sie noch nicht so durchdrungen, du musst erstmal überlegen, okay, was macht es und dann nochmal überlegen, passt es in meine Strategie, ist das eine gute Entscheidung, das zu machen, dann machst du es oder auch nicht und dann ist es schon wieder weg und dann kommen wieder drei neue. Das stimmt natürlich auf der einen Seite. Das ist fast ein bisschen too much. Ich weiß, was du meinst, aber auf der anderen Seite muss man sich, glaube ich, einfach in der Hinsicht entspannen, dass letztlich sind natürlich all diese Orte in irgendeiner Varianz, in irgendeiner, da kriege ich Karten, da kriege ich eher es viele, da kriege ich eine spezielle. Genau. Ja. Für sich genommen ist nichts kompliziert, aber das ist natürlich ein Unterschied, den viele andere Spiele haben. Ich lerne quasi vier Orte in einem Vier-Spieler-Spiel und drei davon verschwinden wieder. Und dann lerne ich wieder vier Orte und drei davon verschwinden wieder. Und aber klar, wenn man halt dann mal durch ist, ne? Insgesamt? So viele sind es dann auch wieder nicht. Irgendwann 18, hat man alles gesehen. Wenn man halt 18 Orte mal kennt nach zwei, drei Partien, dann verflüchtigt sich dieses Problem natürlich schnell wieder. Es ne? ist wie in Istanbul, gibt es auch eine Menge Orte. Es ist natürlich so, dass vielleicht ich hier für jeden Ort einen Ticken länger brauche, weil sie in Texten erklärt werden, nicht auch in englischen Texten, muss man auch dann sagen. Das ist natürlich auch für uns jetzt, also wenn jemand für wirklich... Die deutsche Ausgabe, glaube ich, ist es auch ein bisschen, wird es ein bisschen reduziert sein. Deswegen sage ich Familienspiel Plus, dieses Problem. In Hinsicht, dass man keine Sprachbarriere hat. Ja. Also zumindest, Captain Raspberry müssen wir übrigens jetzt sagen, Häuptling Wilde Himbeere, der heißt jetzt Captain Raspberry, habe ich... Ist entweder jetzt schon, aber es gibt jetzt bald ein Video, habt ihr es schon Captain gesehen? Captain Raspberry. Ja, so ist es ja, wenn man jetzt cool. Ja, genau, er ist ja natürlich, weißt du, wenn man so von Kind langsam zum Teenager wird, aber immer die Himbeere zieht sich ja durch. Ja. Und was wollte ich sagen? Ja, der kann natürlich auch bisher nur sehr rudimentär Englisch, fängt jetzt so langsam an, da hilft das Brettspielen tatsächlich auch und der hatte da wirklich großen Spaß, ohne quasi, also wir konnten ihn nur auf Wortwitze aufmerksam machen oder so und dann so übersetzen, erklären, das ist dann auch nur noch halb so witzig, aber der hatte auch einfach großen Spaß mit Ex Libris. Also ich muss auch mal sagen, ich finde es thematisch eine Wucht, ich finde es optisch eine Wucht, es ist, es hat wirklich diese Miepel allein rechtfertigen, finde ich schon, den Kauf, auf ungewöhnliche Miepel steht. Und was ich wirklich super finde, ist, es ist irgendwie einfach gefühlt, was anderes, was ich tun muss, was ich erreichen muss, um dieses Spielende auszulösen und auch, natürlich ist es dann da auch ein Mehrheitending, aber allein dadurch, dass ich halt diese Karten und ich baue so ein Bücherregal und es gibt keine Siegpunktleiste und es gibt all diese Dinge nicht, sondern es hängt davon ab, wann ein Spieler, dem sein Regal eine bestimmte Größe erreicht hat, auch sogar das ist quasi thematisch. Also ich finde, es ist ein Musterbeispiel dafür, wie man ein thematisches Spiel erzählt. Das ist kein narratives Spiel. Also da werden ja nicht jetzt lange Geschichten oder sowas vorgelesen, aber er erzählt durch sein Setting, durch die Dinge, die wir tun, durch die Dinge, die wir bekommen und wie wir mit denen umgehen, dass wir wirklich ein Regal aus diesen Karten bauen und nicht nur so tun und die Bücher wirklich alphabetisch sortieren und damit auch wirklich. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin furchtbar schlecht, alphabetisch sortieren. Ich war total dankbar, dass es da diese, auf den Bibliotheken gibt es links so eine Übersicht mit dem Alphabet, wie viele Karten in jedem Kartenbereich vorkommen, dass man einfach gucken kann, okay, ja, dritte Regal, da könnte ich ungefähr mit dem Buchstaben mal so langsam anfangen. Das ist wirklich, also mir gefällt extrem viel, sehr gut. Also mir gefällt das Spiel auch sehr gut. Was man sich natürlich einfach klar machen muss, ist,
unabhängig von diesem ganzen Tüdelüt, von diesen tollen Büchern, von den ganzen tollen Charakteren, von den tausend Orten und so, ist es natürlich im Kern trotzdem ein relativ simples Kartensammelspiel. Ja. Kartentausch. Ja? Kartentausch, Kartensammelspiel. Es ist sehr opulent. Das Drumherum ist unglaublich opulent, ist wahnsinnig witzig, tolles Material. Aber man muss sich natürlich trotzdem Gedanken machen, wenn man sich jetzt so ein Spiel kauft, ist es eine Mechanik, eine grundsätzliche Mechanik, die mir Spaß bringt, nämlich einfach Karten sammeln, sortieren, ne, und tauschen. Das ist kein, was ich noch nicht sagen will, es ist halt Schicksal, kein kompliziertes Worker-Placement-Spiel, auch wenn da quasi Worker-Placement da dabei ist, aber das ist, die Aktionen sind tendenziell alle recht ähnlich simpel, deswegen funktioniert es natürlich auch mit diesen immer neuen Aktionen, weil die meisten, wie gesagt, sind nur Varianten von Karten kriegen, Karten tauschen. Deswegen funktioniert das auch mit dieser total zufälligen Reihenfolge bis auf Ort Nummer 1, weil da gab es wenn man eine Zusammenstellung, oh mein Gott, dann gehe ich halt mehr auf meine eigene Bibliothek und tue halt drei Karten irgendwie so schelfen oder ziehen. Ja, aber da hast du natürlich recht, das ist das ein guter Einwand. Machen, es lebt nicht allein durch seine Mechanik. Die Mechanik funktioniert und die vermittelt hier gut das Gefühl dieser Welt und was man hier tut, nämlich ein Büchersammler und Bibliothekar in einer Fantasy-Stadt zu sein, aber wen das nicht kratzt, also das sagt ja, mein Gott, Bibliothekar in einer Fantasy-Stadt, mir ist es wurscht, ob ich jetzt sibirische Eisenbahnschienen verlege oder Bibliothekar in einer Fantasy-Stadt bin, dann ist Ex Libris vielleicht oder vermutlich nicht das richtige Spiel für euch. Dann gibt es rein mechanische Eurogames, die natürlich tausendmal mehr geschliffen in ihrer Mechanik sind. Und strategisch anspruchsvoller. Das meine ich damit. Und strategisch dann auch anspruchsvoller, wo ich wirklich mehr Entscheidungen und mehr dazu. Hier lebt einfach dieses Setting. Ich habe da einfach Spaß und man besucht halt Orte in der Stadt. Ich weiß nicht, da kann man sich die Stadt ja auch magisch erklären. Deswegen verirrt man sich da immer. Es tauchen immer neue Orte auf. Aber ich habe da wirklich Spaß. Ich bin auch total neugierig auf diese deutsche Version. Also ich will einmal alle 152 Buchkarten auf jeden Fall durchlesen. Ja. Also das wäre wirklich mal ein Spiel, wo man eigentlich die deutsche Übersetzung, also ganz selten sagen wir, ist es jetzt eine gute oder schlechte Übersetzung, man braucht ja wirklich auch den Vergleich. Hier hätte man ihn mal, also wäre wirklich mal spannend zu sehen, ob die deutsche Übersetzung da rankommt. Ja, ich hoffe es natürlich. Ja, und ich finde auch Bibliothekar, das ist halt auch eine schöne romantische Vorstellung, vor allem in so einer Fantasy-Stadt. Und wenn dann noch, und die Anleitung tut ja zwei Nuancen darauf hinweisen, wenn dann noch die Leute wieder mehr lesen, weil es einmal heißt, Startspieler wird, wer sich zuletzt ein Buch gekauft hat, bam, bam, bam. Und der dritte Tiebreaker ist, wer der nächste Spieler, der ein Buch ausgelesen haben wird. Also, lest, ja, wer daran interessiert ist, Startspieler zu werden, sollte sich quasi jedes Mal, bevor er Ex Libris spielt, ein Buch kaufen. Und das ist doch eigentlich auch. Das ist auch Gutes. Schön, ja. Ja, also, genau, das war unsere Rezension. Wir wissen aber nicht, wann die Deutsche kommt. Ne? Ja, sie steht auf dem Kram für die Spiel beim Schwerkraft Verlag. Also, aber mich hat es auch überrascht, dass ich jetzt, ich weiß nicht, aber ich sage jetzt einfach mal, kommt. Spiel 2018 am Stand von Schwerkraft. Auf jeden Fall mal auschecken, wenn es nicht da ist. Genau. Und das war's. Vielen Dank fürs Unterstützen. Danke für die Patreons, natürlich an die Patreons fürs Voten von diesem tollen Spiel. Ja. Sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Wir versuchen ein bisschen uns da zu verbessern und die Sachen schneller abzuarbeiten, die ihr euch wünscht. Und bis zum nächsten Mal. Soll ich noch eine Entschuldigung dazu sagen? Nee, wir hatten irgendwie natürlich. Nee, ich sag keine Entschuldigung. Ich dachte die ganze Zeit, jetzt wird es jeden Moment angekündigt. Ja. Und es kam immer nicht. Und dann dachte ich irgendwann, es kommt gar nicht mehr. Ja, gut, dann machen wir es jetzt halt doch, wie geplant, über die Englische vor und dann, jetzt kommt's doch. Bis dann. Tschüss.